Schaut euch mal das an. Also ich bin echt verliebt hier in Alanya, in die Region hier. Ich liebe mein Land und ich spreche auch immer noch in den höchsten Tönen von meinem Land, weil wir auch ein sehr, sehr stolzes Volk sind und es nicht mögen, dass man hier etwas schlecht macht. Ja, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Nicht alles läuft hier super, aber es ist auch die innere Haltung ist auch sehr wichtig. Also das heißt, wenn du jetzt eine negative Energie von Deutschland mitbringst, dann wirst du eine negative innere Haltung auch hier haben. Wenn du aber nur in Deutschland glücklich warst, so wie ich und meine Familie es schon waren, dann wirst du auch diese glückliche, das Glückliche und Zufriedene in dir auch hierher mitbringen. Ja? Also es kommt auf dich drauf an. Egal wo du bist, wenn du innerlich nicht gesund bist, ja, keine positive Geisteshaltung hast, dann wirst du dich nirgends so wohlfühlen. Ich bin jetzt gerade auch hier in Alarahan. Das haben wir auch in unserem E-Book euch vorgestellt. Und es ist jetzt hier nach Injekum, also außer Alar Injekum, dann geht es halt rechts runter zu Alarahan. Da oben ist auch die Burg von Alarahan. Sieht da hinten. Und was mache ich jetzt hier? Ich bin jetzt hier gerade mit dem Mustafa und mit dem Lehrer von der 4. Klasse hier. Die haben jetzt ein Musikstück gemacht und haben halt mich gefragt, ob ich jetzt sie mit meinem Kamera-Equipment, ich habe hier halt sehr gute Sachen dabei, das wissen die halt auch. So, kannst du für uns unseren Clip aufnehmen und es uns zuschneiden, habe ich gemeint. Ja, natürlich mache ich das sehr gerne. Eigentlich wollte die Tuba und die Kids auch kommen, aber der hat gemeint, weißt du was, mach einfach einen Männertag. Ich so, alles da. Also Mustafa ist ja auch hier im Jönne-Team, also im Vorstand. Und den 4. Klassenlehrer, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, sage ich aber auch gleich. Ja, und hier normalerweise ist das hier echt so ein sauberes Wasser, aber aufgrund dessen, dass es jetzt auch hier geregnet hat, hat es auch den Matsch von oben hier runtergebracht, ja. Es ist normalerweise hier richtig grün, also falls du jetzt auch mir auf Instagram auch folgst, wirst du diese Bilder auch sehen oder auch unsere Videos von Alarahan. Ja, so sieht es hier gerade aus. Wunderschön. Ja, und wie werden jetzt gleich die Dreharbeiten verlaufen, das zeige ich natürlich auch gleich. Ich freue mich hier, dass ich auch hier wieder ein bisschen Tuba natürlich als Familie, wieder der Waldorf-Familie hier in Alanya hier nochmal weiterhelfen. Auch jetzt in diesem Fall beim Dreh von einem Musikclip. Und schaut euch mal einfach nochmal das an. Sieht das nicht herrlich aus? Hier einfach in der Nation. Wir haben jetzt hier Anfang April, das ist wunderschön. Da kommt er schon. Der Lehrer. Ja, und Mustafa ist noch dahinter. So, ich mach mal weiter und baue mal hier alles auf. Ich muss jetzt nicht alles hier rausholen, was ich dabei habe, ja. Die eine reicht. Ich habe ja noch eine andere Kamera dabei. Die hier. Die Perspektive wird ungefähr so sein. Ich zeige es euch mal. Ich habe jetzt ein Porträt-Objektiv draufgesetzt. Das wird jetzt richtig schön. So sieht man das. Ihr seht das. Ja, und das Resultat, wenn ich das jetzt irgendwann habe, also nachdem er es natürlich auf YouTube hochgestellt hat, verlinke ich dann, aber ich denke, es dauert noch eine Woche. Vielleicht, wenn ihr schon den Clip gesehen habt, ist es vielleicht online, weil ich habe hier etliche Videos schon auf dem Handy wieder, wo ich mal nacharbeiten sollte und einfach auch mal hochladen sollte. Aber ich bin jetzt gerade hier echt so am Genießen, dass ich in Alanya bin, dass ich jetzt auch echt nicht jeden Tag posten möchte und es einfach mehr genießen möchte. Ich hoffe, man sieht mich gerade, weil ich halte das Handy gerade so, dass ich mich nicht selber am Objektiv sehe. Ja, aber es ist Alarahan, also wenn du noch nicht hier warst und du hier auch Urlaub machen möchtest, komm hierher. Es ist ähnlich auch wie Dimchai, da hinten sind auch Picknickplätze. Und ja, letztes Jahr war zum Beispiel der Weg zur Burg, der Wanderweg, den machst du halt mit Touren normalerweise. Der ist auch echt schön, aber auch sehr anstrengend. Das heißt, wenn du das machen möchtest irgendwann, solltest du deine Wanderschuhe dabei haben. Ja,
mit Sportschuhen. Also ich persönlich war noch nicht da oben, sollte aber mal hochgehen. Ja, da sind auch Picknickplätze hier, standardgemäß hier in der Region, gibt's überall. Na ja, echt schön, schaut euch mal das an. Also ich bin echt verliebt hier in Alanya, in die Region hier. Ich liebe mein Land und ich spreche auch immer noch in den höchsten Tönen von meinem Land. Weil wir auch ein sehr, sehr stolzes Volk sind und es nicht mögen, dass man hier etwas schlecht macht. Ja, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Nicht alles läuft hier super, aber es ist auch die innere Haltung ist auch sehr wichtig. Das heißt, wenn du jetzt eine negative Energie von Deutschland mitbringst, dann wirst du eine negative innere Haltung auch hier haben. Wenn du aber mit Deutschland glücklich warst, so wie ich und meine Familie es schon waren, dann wirst du auch diese glückliche, das Glückliche und Zufriedene in dir auch hierher mitbringen. Ja? Also es kommt auf dich drauf an. Egal wo du bist, wenn du innerlich nicht gesund bist, ja, keine positive Geisteshaltung hast, dann wirst du dich nirgends so wohlfühlen. Ja, die müssen ja auch zugleich auch noch die Musik hören und dann halt auch nachsingen. Das ist ja halt Video-Editing. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt dich damit auskennst. Die haben jetzt auch keinen Lautsprecher mitgebracht und jetzt fragen sie, ob sie den Wagen hier herbringen können und dann halt die Musik von den Lautsprecher vom Auto hören und dementsprechend halt ihren Mund bewegen. Ja, ist ja ein Videoclip. Ich liebe ja Video-Editing, ich liebe Videos zu schneiden. Ich mache das schon so lange und ich hätte halt nie gedacht, dass ich mal irgendwann mal so viel damit arbeiten würde, wie ich es, sage ich mal, so in den letzten Jahren eigentlich mache. Ich mache das schon seit ein paar Jahren. Wir haben ja auch einen spirituellen Kanal, einen Tubas YouTube-Kanal und mein Kanal zur Persönlichkeitsentwicklung auf Türkisch, Sergilchen. Und jetzt auch natürlich hier in Alanya, unser Paulop-Kanal. Ja, und ich liebe die Arbeit, Video-Editing. Und ich habe es auch schon damals gehabt, wo ich auch meine eigene Kampfkunstschule hatte. Habe ich auch damals schon Highlights von mir, von meinen Wettkämpfen auch immer auf YouTube gestellt, die immer noch auf YouTube zu finden sind. Aber jetzt ist hier diesen Kanal, was du jetzt gerade siehst. Und ich liebe es, Videos zu schneiden und deswegen habe ich auch gerade voll Spaß, auch hier einfach dabei zu sein. Ja, also ich verdiene auch nicht, es geht auch hier nicht ums Verdienen, sondern es geht hier ums Dienen. Ja, und zwar gebe ich hier auch etwas mit Liebe. Ja, ich diene gerade auch zum Wohl der Schule, zum Wohl von den beiden. Ich mag die zwei und ich schneide es auch gerne, weil ich es einfach liebe. Ja, ich liebe es einfach zu geben. Und vor allem ist es entscheidend im Geben, wenn du dann noch siehst, dass die Leute dann in die Demut gehen, ja, und dankbar sind, dann gehst du auch in die Demut und sagst, Dankeschön, dass du dich bei mir bedankst, Dankeschön. Diese positive Geisteshaltung, was ich dir gerade auch gesagt habe, ist auch hier sehr, sehr wichtig. Dass die Leute sind hier so positiv und die geben dir auch eine positive Energie zurück. Und allein dieser Energieaustausch nährt mich. Und das sollte auch dich nähren von unseren Videos. Ja, die positive Geisteshaltung, die ist sehr, sehr wichtig. Unsere Botschaft ist immer, immer das Schöne, das Gute. Ich glaube, die haben eine Lösung gerade gefunden. Ja, der nimmt gerade eine Box mit. Dann sollten wir es alle hören. Ja, ich gucke jetzt, glaube ich, so klein, weil auch die Sonne jetzt mittlerweile auch ganz weit oben ist. Çözümü bulduk mu? Süper, bir box mu? Tamam, işimizi götürür mü? Tamam, süper. Deneyelim. Böyle, so kleine bir mini box. Çek meine Bose box mit dem soll. Size taraf olsun. Also, in dem Fall dann, beginnen wir mal. Jetzt gerade die erste Szene, wo wir es gerade hier aufnehmen. Die erste Szene ist von der Frontperspektive, sage ich mal. Perspektive. Und ich habe jetzt gerade einen ganz anderen auch gerade genommen. Und es sieht echt schön aus. Und dann werde ich noch zwei, drei weitere Perspektiven aufnehmen, die ich in dem Video-Editing dann dementsprechend zusammenschneiden werde. Und ja, jetzt sag ich mir, jetzt macht er Immobilien, jetzt macht er noch Video-Editing, was kann der noch? Ich liebe Marketing und Video-Editing. Ich habe ja selber auch eine Musikschule besucht und
liebe auch deswegen auch so Musik. Also ich spiele selber auf dem Ballermann, das was da jetzt Christopher hier Hochzeit spielt und auch Gitarre, aber meins ist mehr so klassisch. Und dann halt so eine Western-Gitarre, was da hat. Ich mag so mehr Spanisch und türkische Lieder. Und habe ja auch einen Musikkanal auf YouTube, also wenn du auf Instagram auf den Link auf meinen Kanal gehst, in der Beschreibung findest du meinen Instagram-Kanal, kannst du auch auf meinen YouTube-Channel eingehen und dann dort auf meinen Musik-Channel reingehen. Da habe ich erst seit Dezember einige Videos hochgeladen, die ich auch jahrelang schon auf meinem Rechner hatte. Und ich liebe es, Musik zu machen. Ich bin leidenschaftlicher Musiker. Und ja, ich bin echt gerade echt glücklich hier zu sein. Macht mir gerade echt Spaß, obwohl ich mitspiele, aber das ist einfach das hier, was ich auch hier vorhin gesagt habe, auch vergessen habe aufzunehmen. Es geht auch hier um das Dienen. Ja. Und was geben und als Energieausgleich auch nochmal ein Dankeschön zu bekommen. Das reicht schon. Ja, es ist sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Also wie gesagt, ich mache jetzt gerade die erste Perspektive und dann werde ich diese Perspektive nochmals aufnehmen, falls bei der ersten was sein sollte. Und dann gehe ich noch mit links, rechts, Nahaufnahmen von der Seite, Nahaufnahmen von der Seite und dann werden wir das alles bearbeiten. Und natürlich bin ich auch sehr optimistisch, dass es Schönes rauskommen wird, weil ich habe mir das Stück auch jetzt auch angehört. Ist halt etwas Emotionales, was Schönes mit Ballermann, Gitarre. Man hört es ja im Hintergrund, jetzt auch auf alle Türken, die jetzt gerade auch zuschauen. Ja, ich zeige euch schon mal Alarahan. Hier sieht man es besser. Die Burg von Alarahan. Das ist schön. Perspektive auf. Jetzt kriegt ihr mal ein paar Geheimtricks, ne? Fürs Video-Editing, ihr Lieben. Ja, jetzt bin ich der Mustafa auf.